Einzug ins Viertelfinale. Wie sind deine Emotionen jetzt direkt nach Abpfiff? Ja, das ist auf jeden Fall. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir erstmal eine Runde weiter sind. Wir haben uns das Leben am Ende selber noch ein bisschen schwer gemacht. Ja, durch die zwei Gegentore, die wir am Ende bekommen. Und deshalb ist man dann umso glücklicher noch ein bisschen, dass man es dann weitergeschafft hat, weil es ja am Ende noch ein bisschen knapp wurde. Aber ja, wir sind jetzt erstmal zufrieden, dass wir die Runde weiter sind. Und ja, jetzt müssen wir auf den nächsten Gegner gucken. Und das ist direkt Samstag in Havelse. Und da ist es wichtig, dass wir da 3 Punkte einfach. Ihr habt mit 3:0 geführt hier am Blomkamp und trotzdem ist Osdorff dann nochmal so zurückgekommen. Warum eigentlich? Weil eigentlich war das Ding noch durch. Ja, es ist immer schwer zu erklären, warum, aber ich glaube, Osdorff hat einerseits nochmal mit den ganzen Zuschauern hier nochmal so die letzte Luft bekommen. Haben nochmal alles natürlich versucht, die hatten nichts zu verlieren, stand 3:0. Ja, und dann sind manche Situationen, wo man dann sich vielleicht ein bisschen von den Drumherum ein bisschen beeinflussen lässt und dann hier und da mal unkonzentriert ist. Und ja, dürfen wir natürlich nicht, die 2 Gegentore dürfen wir auf jeden Fall nicht fressen, aber ja. Passiert. Passiert, ja. Du musstest ausgewechselt werden, was war los? Ich habe mich an den Bändern ein bisschen verletzt, also es ist ein bisschen dick geworden und ich konnte nicht mehr richtig laufen. Na, dann wünschen wir dir auf jeden Fall gute Besserung, dass du dann am Samstag wieder dabei sein kannst. Dankeschön.